Sehr geehrter Bundesminister, mein Kollege Bishan Cesarai hat Sie gefragt in seiner Rede, wie Sie das Abstimmungsverhalten der Bundesregierung bei der UN-Vollversammlung letzte Woche erklären, weil es doch für uns ganz, ganz große Fragen aufweist, so wie er das gestellt hat. Würde ich mich freuen, wenn Sie diese Frage beantworten könnten. Danke. Herr Minister, bitteschön. Deutschland hat in den letzten Jahren, und das ist keine aktuelle Entwicklung, bei Israel-Resolutionen immer eine Linie bei den Vereinten Nationen verfolgt. Und diese Linie bestand darin, dass wir versucht haben, an den Diskussionen über entsprechende Texte bis zum Schluss dabei zu sein. Und deshalb haben wir uns bei vielen Resolutionen und auch bei denen, die angesprochen worden sind und noch bei einigen, die kommen, nicht vorzeitig aus der Debatte zurückgezogen und gesagt, wir stimmen mit Nein, sondern wir haben, und das in Abstimmung mit der israelischen Vertretung, nicht immer zu deren Zufriedenheit, aber mit deren in Abstimmung, mit denen uns immer darum bemüht, dass die Texte, für die es mit uns oder ohne uns bei den Vereinten Nationen in der Regel eine Mehrheit gibt, nicht so ausfallen, wie das vielleicht von dem einen oder anderen beabsichtigt war. Und deshalb haben unsere Interventionen immer dazu geführt, dass den Texten viele Schärfen genommen worden sind. Darüber gibt es viel Zustimmung von der israelischen Seite, auch wenn man sich da, das will ich gar nicht leugnen, noch mehr erwarten würde. Aber unsere Linie ist die, und das wird auch die Linie in der Zukunft sein, anstatt frühzeitig aus der Debatte rauszugehen und damit Resolutionstexte zu bekommen, die deutlich schärfer gegen Israel gerichtet sind, wollen wir an den Debatten so lange Einfluss nehmen und dafür sorgen, dass die Texte so ausfallen, dass sie nicht die Schärfe haben, sondern dass Dinge, die dort stehen, die wir nicht mittragen können, auch nicht verabschiedet werden. Und wenn gewisse Dinge dort aus den Texten nicht rauskommen, haben wir in der Vergangenheit auch dagegen gestimmt. Aber das ist unsere Linie, und die halte ich auch mit Blick auf Israel für eine sehr vernünftige.